Wir sind hier im Ortsteil Kirchenkürnberg in der Welzheimer Straße. Wir sind alarmiert worden hier zu einem Dachstuhlbrand. Beim Eintreffen hat sich herausgestellt, dass das Gebäude bereits im Vollbrand ist. Also gemeldet waren zwei Personen, die sich allerdings selber retten konnten bis zu unserem Eintreffen. Und wir sind dann bereits mit einem Trupp aus der Abteilung hier in den Innenangriff gegangen. Und als dann die Abteilung Stadtausmord eintraf, sind wir nochmal mit zwei Trupps in den Innenangriff gegangen und haben gleichzeitig mit der Drehleiter oben angefangen, das Gebäude abzulöschen. Keine Personen sind verletzt worden, sie konnten sich selber retten, wurden vom Rettungsdienst trotzdem auch vorsorglich betreut. Der Rettungsdienst ist mit drei Fahrzeugen auch hier vor Ort. Also es gibt hier definitiv eine Schwierigkeit mit der Wasserversorgung, da hier das Hydrantennetz einfach nicht ganz so ausgebaut ist. Deswegen ist hier eine lange Wegstrecke mit einem Spezialfahrzeug von uns, ist hier eine längere Wegstrecke über knapp 500 Meter mit Schlauchleitung gelegt worden. Also das Gebäude wird jetzt im Innenangriff, die letzten Glutnester werden gerade noch abgelöscht. Es gibt einfach noch Bereiche, wo in größeren Häufen noch Glutnester sitzen, die jetzt abgelöscht werden. Das Ganze wird mit der Wärmebildkamera dann kontrolliert, dass da auch wirklich dann nichts mehr nachher nochmal anfängt zu brennen. Und dann wird wahrscheinlich von uns hier eine Brandwache gestellt, die dann schaut, dass heute Nacht das Ganze nicht nochmal aufschlägt. Momentan kann man dazu noch nichts sagen. Die Polizei ist aber fort und wird sich mal anschauen. Also wir waren mit zwei Rohren am Anfang im Innenangriff, später drei, plus ein Wenderohr über die Drehleiter, als insgesamt drei C-Rohre und ein B-Rohr. Beim Eintreffen war das Gebäude noch betretbar. Es hat zwar offene Flammen aus dem Dachstuhl gegeben, konnte aber sehen, dass die Decke massiv aus Beton gebaut ist. Das heißt, die Einschutzgefahr war nicht allzu hoch im ersten Moment. Und deswegen sind wir dann mit zwei Trupps in den Innenangriff im Erdgeschoss reingegangen. Also wir sind jetzt halt noch vor Ort und werden die letzten Blutnester ablöschen. Und dann wird das Ganze nochmal kontrolliert und am Ende mit einer Brandwache einfach geschaut, dass das nichts mehr passiert. Und die werden bis morgen früh hier vor Ort sein. Wir sind hier mit 50 Mann von der Feuerwehr Mohrad mit acht Fahrzeugen vor Ort.